Hallo. Hallo, hallo. Willkommen zum neuen Video. Highlander zweiter Teil. Wir haben euch ja unseren neuen Begleiter vorgestellt. Der Kleine ist nun ein bisschen was über eine Woche bei uns. Ja. Und wir sind ja nicht mit dem Kleinen sofort nach Hause, sondern direkt zum Campingplatz. Ins Wohnmobil hat auch seinen Grund. Es geht um die Zusammenführung der Familie. Wir müssen uns an ihn gewöhnen, er muss sich an uns gewöhnen. Und da dachten wir uns, auf engstem Raum im Wohnmobil, das muss schon was sein. Das sollte ja klappen. Es war auch eine gute Idee, ja, weil der kleine Racker, der schläft recht lang durch, muss man sagen. Die erste Nacht war er etwas gestresst von der Fahrt, das war ja klar. Stubenreinheit war im Wohnmobil überhaupt kein Thema. Kein eines Mal hat er reingemacht, denn er meldet sich vorher und fängt an zu pinzen und dann geht man gleich mit ihm raus. Und das ist es halt beim Camping, Hund und Camping. Man ist auf engstem Raum mit dem Tier, zusammen und da funktioniert es super. Und er hat trotzdem seinen Freiraum. Er hat ja hier eine recht große Parzelle, wo er sich dann auch austoben kann, was er auch macht. Und heute in dem Video zeigen wir euch, was er in der einen Woche schon alles gelernt hat. Da geht Welpenerziehung und. Und was ich noch sagen wollte vorhin, mein Schatzi, also in der ersten Nacht war er ein bisschen gestresst natürlich von der Fahrt, von der ganzen neuen Umgebung, Mama weg, Geschwister weg. Und da hat er durchgepennt von kurz nach 9 bis morgens um 5:30. Also purer Wahnsinn, der war echt geschafft, der Kleine. Und ja, die ganze Zeit eigentlich, abends um 9:30 geht es nochmal Pipi machen. Und dann schläft er bis 5:30, 6:30. Also, wir hatten es uns ja schwieriger vorgestellt. Dass es so einfach aber ist, hatten wir es auch nicht gedacht. Also ich hatte mir es doch etwas komplizierter vorgestellt, weil ja Mama und Geschwister nicht mehr da sind und jetzt die neue Familie. Man muss ja erst einmal die Bindung schaffen zwischen dem kleinen Kerl und da sind wir noch dabei. Unter anderem wird aber trotz alledem geübt und geprobt. Jeden Tag? Ja, jeden Tag und er hat so einen Spaß dran. Man merkt richtig, dass er Spaß dran hat und dass es ihm, also echt Freude bereitet, ja. Spaß hat Freude bereitet, ja. Das Gleiche. Und was er gelernt hat, das zeigen wir jetzt. Ja. Dann kommt mal mit. Chico, Beifuß. Ja, fein. Und Chico, sieht. Ja, fein. Und dass der Chico, der Süße, auch überall mit uns hin kann, weil er ja noch ein ganz kleiner Babyhund ist von 10 Wochen und wir ja gerne Fahrrad fahren und er wahrscheinlich dann nicht so weit laufen kann, ne, hundertprozentig, da haben wir uns einen Fahrradanhänger gekauft. Chico ist jetzt schon drin und auch festgemacht, dass er da jetzt nicht drin rumfallen kann beim Fahren, dass er schön brav sitzen bleiben kann oder liegen oder wie auch immer. Und jetzt machen wir die erste Probefahrt mit dem Teil. Ja! Und die Eingewöhnung an den Fahrradanhänger war ganz einfach, denn wir haben ihn ohne die Räder haben wir ihn einfach hingestellt und dann hat er das quasi als sein Bettchen empfunden. Und da ist er freiwillig rein und raus und hat gespielt und hat geschlafen. Also das war total einfach. Thank you.
Lieben, ihr habt ja jetzt gesehen, dass er ein bisschen was gelernt hat. Immer mal wieder, ein bisschen am Tag, nicht zu viel, sonst macht es ihm keinen Spaß mehr. Ja, und jetzt machen wir so weiter und ihr könnt uns verfolgen, ihr könnt es sehen. Wir werden euch immer wieder berichten, was der kleine Schatz gelernt hat. Ja, jetzt habt ihr den kleinen Bagger live gesehen und ja, ihr werdet sehen, was so alles passiert, was er alles erlebt. Er ist ja mit uns überall hin unterwegs, wie gesagt, naja, dank Fahrradanhänger jetzt auch. Wir sind ja mit Chico noch 3 Wochen auf dem Campingplatz. Das auch, ja. Und von diesem Campingplatz berichten wir euch auch. Das ist ja unser Selbsttest in einem separaten Video. Und bis zu unserem nächsten Video verabschieden wir euch. Ja. Verabschieden wir euch, verabschieden wir uns. Ja, vorhin glaube ich, ist schon mal euch gewesen, aber na ja. Bis dahin. Ja, bis dahin. Tschüss. Und weg.